So, da sind wir wieder. Uhuhu. So, wir haben uns by the way entschieden, dass ich zusätzlich noch den Retri Gear baue. Gear sammeln für Retri Arena. Einmal Tuntu, Mage Retri und vielleicht auch im 3 und 3. Das wissen wir noch nicht genau. So, und dafür machen wir So jetzt sieht man. Heroics. Genau. Und zwar Heroics. Heroics. Hey, da kann man ja nichts verkehrt machen. Bei was? Haben wir eigentlich alle schon gezeigt, ja, ne? Ich glaube, ja. Hatten wir Tölvir wirklich mal gemacht? Hm. Bitte Comments. Wir blicken ja selbst nicht mehr durch. Okay, heroischer Dungeon, Saladri. Dann kann ich auch die Punkte alle umtauschen. Ja, so sieht's aus. Das sind ja sogar Tapferkeits. Ja, Wie man kriegt was sie. 7-mal Tapferkeitsdinger? 140, ja. Und damit kommt man auch easy ans Cap. Das ist ja übel. Ja. Aber ich kann die nicht in Eroberungspunkte umtauschen, oder? Weil ich dann das Cap überschreiten will. Genau. Na, dann kaufe ich davon Aber du für kriegst halt Pagi. für die Bosse halt. Ja. Genau, für die Bosse kriegst du ja die normalen Gerechtigkeitspunkte. Oh, nice. Vielleicht kann ich auch einfach die Tauchgeldspunkte in Gerechtigkeitspunkte umtauschen und die in Ehre? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das tun darf. Das nicht ein Ich glaube, Körperungsverstoß ist. geht sogar. Doch, doch, ich glaube, das geht inzwischen. Cole, you have absolutely no clue, am I right? Ja. Ich habe das mal gesehen. Das jemand gemacht hat. Wie Internet? Ja, wir haben jetzt natürlich keinen Tank, ne? Aber ein Healer, das noch ist noch gute Wartezeit. Wo ist denn der Tapferkeitsmann? Warum gibt es zweimal Gerechtigkeitshandelswaren? Ah, da gibt es also noch mehr Sachen. Oh Gott, ist das teuer. Wo ist denn der zweite Gerechtigkeitsmann? Es gibt eigentlich drei. Einmal für den Rüstmeister und zweimal Handelswaren. Ach so. Und die haben alle unterschiedliche Sachen. Ach so, der zweite hat die accountgebundenen Gegenstände. Das hat ziemlich lange gedauert. Ich bin Mr. extra Genius. als danke. Als ich diese Nachricht gehört habe, bin ich sofort hergeeilt. Oh Gott. So, hier, siehst du, Eroberungspunkte umtauschen in Eroberungspunkte. Hä? Doch, Eroberungspunkte. Ah. Was ja nicht geht wegen der Maximum. Das wäre ziemlich cool, wenn man so das Cap umgehen könnte. Ja, auch praktisch für die Raider ist das ein Vorteil. Überhaupt für die Leute, die normale Heroics machen. Das ist True. ziemlich geil. True, true. Meinst du, ich sollte mir dann erst PvE-Gear für ein Holy holen? Holst du für beides? Achso, du meinst für die Punkte? Ja. Ich glaube, für die Punkte holst du dir für Holy. Und was du da findest, nimmst du für ein Retro und Holy. Klar. Klar, Junge. Boah, zu gut. Bei dem Raid wirst du wohl Healer sein. Und ja. So, ihr Guys, ich bin hier Feuer in diesem Schlamassel. Boah, Zulgurub, Zulgurub, hey, Zulgurub. Oha, Quests.
Quest lang ist. Ich kann Quests nie abbrechen. Geht nicht, warum? Ah, dieses Troll-Invasionsding, das muss man mal. Kann ich kurz reloggen oder sind wir schon im Kampf? Wir sind nicht im Kampf, aber vielleicht solltest du das mal in Sachen. Bulantin. Bonanza, Queso Bonita. Krieg das nicht mehr aus dem Kopf, oder? Queso Bonita, Queso Bonita. Nein, 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 nein. Mein Designer Rogue aus unserer Gilde, ein PvE Rogue. Komm. Jetzt levelt er tatsächlich einen neuen Rogue, um den für PvP zu benutzen. Holy shit. Wegen den Racials. Oh mein Gott. Ja, er will es halt ganz richtig machen. Deswegen benutzt man alles nur fürs PvP. Für PvE muss man nichts maxen. Ja, das ist allerdings recht. Halt zumindest nicht die Racials. Gegen den Rest habe ich ja nichts. Ich meine, ich bin mit Cooking und so auch schon auf 125. Cooking und my Mommy und Cooking. Und Fishing. Und Casa Bonita. Warum hängt das jetzt auch fein? Ja, ich glaube so, wenn ich so denke, hätte ich eigentlich vielleicht Drin einnehmen müssen. Warum das? Wegen einem guten Heal. Nee, ich weiß es einfach nicht. Na, weißt du, was Drin hat? Weiß ich nicht. Aber dann hättest du irgendein Trinket nicht. Ja, das ist richtig. Ich habe an Kampfmeister nicht gedacht. Ich dachte, ich hätte immer noch diese, was prockt. Aber das habe ich nicht. Damit ist alles gut. Danke. In einem Raid ist ein Dreh neu awesome. Aber sonst, ne. Hier sind noch mehr Quests. So, finally. Ich komme. Werde ich schon hier, Was muss ich jetzt machen? Nichts. Ich sag dir, wenn du was machen musst. Ne? Das Ding nehmen, das ist eine gute Idee. Was denn? Oh. Das ist es schon? Aber jetzt bin ich vergiftet. Nee, bist du nicht. First Monster, oh, wie cool. Oh. Wow. Ist eine Quest noch? Jupp. Irgendwie werde ich hier angebumst.
Aber bei dir ist ja auch ein Fisch am Start. Ja, Piranha. Boah, cool. Darf das jeder Bedarf für? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist okay, wenn man Bedarf für. Shit. Oh, Scooby. Oh. Wir sterben. Komm an Land, komm hier bitte. Muss man jetzt wieder den Kessel? Im Kessel gucken? Ist eine gute Idee, wenn man hier durchläuft, ja. Was macht denn das genau? Was das macht? Ja. 90% weniger Schaden durch Natur Damage. Hm, ja, das macht durchaus Sinn. Muss gleich mal refreshen, ja. So. Oh, ich habe eine Matte. Das ist eine Matte. Wo kommt das Ding jetzt her? Ja, was? The fuck? Nein, ich kenne die Quest-Maps auch nicht. Ich weiß nicht, was die machen. PvP Hunter Poon, aha. Flamme des Glaubens muss ich vielleicht mal benutzen. Autsch. Keine Angst, wir Fehler voneinander. Ah, ist ja nur. Das UFO ist gelandet. Jo, das UFO ist gelandet. Oh, danke, you guys. Auf mir ist was drauf. Was mach ich dann, wenn das. Gut, reagiert, cool. Wegrennen. Also von uns. Von der Gruppe, okay. Ja. Wieder auf mir. Ich bin weg. Wenn du sagst, ich bin weg, denke ich immer, dass du stirbst. Es hört sich auch so an. Nice, gleich haben wir schon den ersten Boss. Nice. Berüchtigungsboss.
Oh, was ist denn jetzt passiert? Bin ich sicher, ich glaube, der Typ hat's verkackt. Kannst du aber nicht genau sehen. Ich meine, da stand da drin oder so. Also, der hat so viel Damage gekriegt. Na, das erklärt's dann. Oh, der war auch. Ich will nur mal gucken. Wenn der Hunter tot ist, kann er vielleicht wiederbeleben. Ne. $50,000 Outfit-Crits, holy shit. Oh, nice. Hm? Nessa ist mit Chambagie. Nice. Den Yo-Yuka Icy wird einen Affliction Warlock spielen. Boah, den letzten der Welt. Gubi. Komm ich das laut mehr? Gubi. Hey, ich meine, warum darf man hier Reittiere benutzen? Der Paladin kommt, um dich zu retten. Na, jetzt werden wir schon wieder benennen. Ist ja auch nicht so weit. Wahrscheinlich würde er eh von der toxischen Nova Damage können. Die Elf ist mich interessiert. Warum kann ich die erste Hosenverzauberung bauen? Wahrscheinlich 500, oder? Hm. Eins, ist voll fun. So. Oh, das ist viel besser. Oh. Yep. Oh, cool. Diese bei jedem Ausrüstung, kann man ausweiten. Diese Ausrüstung haben wir auch, weißt du, von mit Skull und Hate. Weil wir diese Quest gemacht haben, Salandari City zurückzuerobern. Ach so, ja. Das stimmt. Da haben wir echt was keiner hat, oder? Der Tank ist nicht so aus. Nee, das stimmt. Also aus dem Gegiert, aber kann nicht tanken.
Okay, ich weiß nicht mehr, ob der Boss auch diesen komischen Strahl auf einen gemacht hat, dass man den toxischen Nova macht, aber wenn ja, weiß der, was tun ist. Und zum Schluss kommt eine Phase, wo überall Gift, Säure, whatever hier rumliegt, und damit darf man noch nicht reinlaufen, das alles. Okay. Hunter, tu nicht sterben. Jetzt höre ich so schottische Dudelsackmusik. Moment. Anna ist tot. Hütet euch. Jetzt geht die Palle um. Wie bekommt man denn hier sicher hin? Oft bist du nicht da. Könnte tricky werden. Das schaue ich mir mal an. Nur auf dem Schwierigkeitsheroisch. Ja, das ist eine gute Info, haben wir schon. Okay, es gibt schon mal keine Taktik. Oh, ich werde wiederbelebt. Nice, cool, ja. Du hast es verdient, zu leben. Nee, schon mal nicht. Oh, ist das jetzt mal schwierig, ja. You guys. Ab der Idee kommt er ja früh. Ich habe nicht ganz verstanden, wo ich da hinlaufen kann, ohne Damage zu kriegen. Jungs, so. Wenn die Dinge so auf dich abgesehen haben, haben sie auf dich abgesehen. Aber ich glaube, der Trick ist, sie verfolgen keine Spieler, sondern bewegen sich einfach so nach einem gewissen Muster. Kusch hat dieses Muster analysiert und ist genau so gelaufen, dass dem Muster entspricht. Nicht da rein, oder? Hütet euch. Benutzt deinen Hammer auf Cooldown. Tschüss. Gut, die Dinger verfolgen, glaube ich. Das kann sein. Warum hat er die Zeit nicht für ihn hier benutzt?
Haben wir das sagen? Du bist doch unser Brecher. Hm. Haben wir das sagen? Tschüss. Warum heißt der eine jetzt Friedensblume? Das ist jetzt hier ein schlechter Scherz. Heißt der bei dir wirklich Friedensblume oder Peaceblume? Friedensblume. Mir ist der Peaceblume. Astralwandler Friedensblume. Jetzt heißt er nochmal. PvP Hunter Pool. Okay, vielleicht verstehe ich den nächsten Boss. Ich kann dir nicht sagen, wer der nächste ist, aber wenn ich ihn sehe, werde ich mich erinnern. Schön ist die, schön.